Also jemanden, der noch nie Schnee gesehen hat, würde ich sagen, es bedeckt irgendwie alles. Es macht alles sehr ruhig, macht schöne Landschaften. Also ja, ich würde ihm sagen, dass das schon sehr schön ist. Weiches auch, meistens, nicht immer. Mein Name ist Markus Ascher, bin Freerider, Skifahrer und komme aus Tirol. Für mich ist Freeriden einfach was, wo es nicht wirklich Regeln gibt. Das ist für mich halt einfach freies Skifahren. Ich denke, gerade als Freerider muss man naturverbunden sein, weil du siehst ja viele Sachen. Also was du auch für einen Einfluss haben kannst auf die Natur mit dem, was du machst. Und gerade als Freerider, denke ich, hast du dann einfach eine Motivation, dass die Natur zum Teil auch so erhalten bleibt, wie sie einfach ist. Ich finde es deshalb so schön im Van, weil das für mich im Van-Schlafen eigentlich am nächsten dem Außenschlafen kommt. Die einfachste Beschreibung vom Van wäre, glaube ich, eine fahrende Almhütte. So in die Richtung, glaube ich, fühlt sich auch an, wenn man drinnen sitzt. Im Van, da habe ich einen Holzofen drin, einen kleinen, also so einen Schwedenofen, und noch eine Standheizung. Die Kombination ist eigentlich super. Die Scheiben, die habe ich jetzt aber Gott sei Dank durch doppelt verglaste austauschen können. Um die Fahrerkabine von der Kabine hinten zu trennen, habe ich noch so einen dicken Schafwollfilz. Also der isoliert eigentlich super, weil da zieht sonst sehr kalt rein. Kälte muss definitiv aufpassen. Ja, das kann dann schon auch sehr schnell von unangenehm in gefährlich überspringen. Also das Schönste beim Skifahren, was du eigentlich haben kannst, ist Pulverschnee. Also so richtig kalter, frisch gefallener Pulverschnee. Die Ruhe, die es hat einfach, wenn Schnee liegt, ein schönes Gefühl einfach. Ich denke da gar nicht so viel, dann ist es einfach ein schönes Gefühl.